Servus Freunde und willkommen zu Cornucopia. Und nein, das ist kein Mod für Stardew Valley. Das ist ein eigenes Spiel, das aktuell im Early Access ist. Auf Steam für 25 Euro je nach Version erhältlich ist. Ihr könnt euch auch eine Demo runterladen. Ich habe es noch nicht gespielt, ist jetzt der erste Eindruck. Mein erster Eindruck ist, ach guck mal, Stardew Valley. Selbe, irgendwie derselbe Startbildschirm. Ich kann das Spiel nicht auf Deutsch einstellen, aktuell ist es nur auf Englisch verfügbar. So, wir schauen mal trotzdem jetzt rein, weil ich denke, die Grundsteuerung wird da nicht anders sein. Was anders ist, ist die Optik. Aber werdet ihr gleich sehen. So, das lassen wir mal alles. Alles klar, das Geschlecht anhand von Hühnern, okay. Das lassen wir alles jetzt mal so. Set your name. Wo kann ich den Namen eingeben? What's your name? Flo. So. So, wir werden mal das Intro überspringen. Die haben einen Eisblock gefunden, das ist schön für euch. Okay, ich muss mit dem Klick hier den Text weitermachen. Nein, doch nicht, geht von sich aus. So, schon, ich muss den Ton immer wieder mal wegmachen. Ich bin immer noch erkältet zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber die Optik gefällt mir. Sag es nicht, wir waren in diesem Eisblock drin. Okay, ich finde da irgendwie... Wieso tanzt der? Ich find's cool. So. Okay, das sind Erfahrungspunkte und alles. Wie komme ich da jetzt rein? Ah, okay. Oha. Warte mal, was? Bombe? Es gibt Sprengstoff? Sprengstoff gefällt mir.
Alter, was sind das für Baumstämme, bitteschön? Hey, Überraschung, hier ist eine Farm und die ist zugewachsen. Mal was ganz Neues. Ich hätte mal gerne eine Farm, die funktioniert. Das war meine Soda, nicht deine. Meine Soda. Oh Gott. Okay. 12 Steine. Okay, kein Problem. Naja, vielleicht doch. Ich muss erstmal Stein finden. Ist das Stein? Das ist Stein. Alter. So, hab 12 Steine. Doch was essen kriegen, der Hund. Aha! Oh. Ein schönes Bild. So, Blueprint. Schmelz was ein. Oh, verdammt. Aha, okay. Es gibt sogar verschiedene Steine. Eieiei. Okay, ja gut, in der Zeit mache ich mal das Gras nieder, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade geschafft habe. Oh, ich habe einen Brief. Alter, hier kriegt man aber schnell Trophäen. Ach, guck mal. Okay. So, dann gehen wir mal pennen erstmal. Und wenn ich jetzt rauskomme, wird mich irgendeiner drauf ansprechen. Hey, du bist doch die neue Person, XY. Ach, nein, doch nicht. Eieieiei. Entschuldigung.
Okay, das ist mir ein bisschen viel hier mit. Hey, Feuerwerk und dies und jenes. Platziere eine Säge. Was macht denn der Templer? Mir fehlt ein bisschen die Übersicht. Also wenn man ein bisschen rauszoomen könnte und dann wieder ranzoomt, würde ich persönlich besser finden. Entschuldigung. So, Blocks, Blocks, Blocks. Also das ist das Zeug, das dann wieder verkauft wird. Kennen wir ja. Kompost. Ah, natürlich habe ich die Pflanzenfasern jetzt weggemacht. Ja, irgendwann wird mein Inventar ja mal voll sein, denke ich. So, Hundefutter. Ganz wichtig. So. Gut, vom Prinzip her funktioniert es ja wie ein... Wie ein Harvest Moon oder Stardew Valley halt. Wie, oder irgendein anderes x-beliebiges Spiel in der Richtung. So. Kompost.
Ah, guck mal, der Boden hat andere Beschaffenheiten. Das ist ein bisschen. Das ist nicht nur ein bisschen, das ist um einiges detaillierter. So. Aber ich will jetzt nicht nur auf der Farm bleiben. Es gibt ja noch mehr hier zu sehen. Alles klar. Ich überspringe das, weil ich eigentlich noch in die Stadt möchte. Oh, ich überspringe das. Ich möchte mal kurz andere Gebiete sehen, einfach. So. Wo kommt der jetzt her? Oh, ich habe gerade eine Quest abgelehnt. Super. Kann ich ins Wasser? Ja. Okay, so viel dazu. Hey, wir könnten eine Schwimmanimation machen. Was war denn das gerade? Nein, wir machen das Wasser nur so tief, dass man gerade so durchlaufen kann. Ah, okay, also da, wo dieses blinkende etwas ist, heißt es, hey, da sind andere Gebiete. Nee, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Eieiei. Bringen die Karten, das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden. Ach Gott. Ach, das sind zum Freischalten oder was? So ganz verstehen tue ich es immer noch nicht. Ah, okay, die Karten bringen mir einen Bonus. Der ist dann aber auch nur eine gewisse Zeit aktiv. Okay. Ja gut, warum jetzt nicht? Ach, schade. Okay, also das Erkunden lohnt sich auf jeden Fall. Das sind auch teilweise große Gebiete. Oh ja. Natürlich, es gibt einen Wizard. Habt ihr es gerade gesehen? Hier. Warte. Moment. Wizard, hier. Natürlich muss es einen Vulkan geben, was auch sonst. Ah, da komme ich nicht durch. Schade. Naja, gut, okay. Ich glaube, ihr habt einen ersten Eindruck bekommen. Es ist Stardew Valley mit Extras in einer anderen Optik. Einen anderen Vergleich kann ich jetzt gerade echt nicht machen. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus und es hat ein paar coole Mechaniken, muss ich sagen. Eieiei. Ach so, das ist so eine von den Kisten.
Okay, so nennt man Quests an. So, gut. Leute, wie gesagt, ihr könnt euch die Demo auf Steam runterladen. Das Spiel ist noch im Early Access. Es wird sich auf jeden Fall, sag mal, wird sich auf jeden Fall noch, ich krieg gleich hier einen Schlaganfall. Es wird sich auf jeden Fall noch entwickeln. Jetzt habe ich langsam Angst hier. Und ihr könnt euch die Demo auch runterladen, wie gesagt. So, gut. Und hier mit dem guten Richard verabschiede ich mich. Danke, dass ihr dabei wart. Macht es gut und wir sehen uns bei einem unserer anderen Tests, bei einem unserer anderen Projekte und im Livestream. So, dann macht es gut. Bis dann und ciao.